Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Alexandra Benke. Hallo Alexandra, stell dich doch einfach mal vor. Hallo liebe Emilia, vielen Dank für die Einladung und hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr euch heute auf was Geheimnisvolles einlassen wollt. Mein Name ist Alexandra Benke und ich schreibe Bücher für Kinder. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind in dieser dunklen Winternacht. Es ist ja fast wie in vergangenen Zeiten, wenn es draußen finster war, der eisige Wind ums Haus pfiff und man abends in der Küche zusammensaß und sich Geschichten erzählt hat. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ich lese euch heute aus meinem Buch Geheimnis um die Rauhnächte, ein Jahr voller Abenteuer in Oberbayern vor. Das gibt's übrigens auch in Braille-Schrift, also in der sogenannten Blindenschrift. Es ist im Verlag Bieber und Butzemann erschienen und der ist ja auf regionale Kinderbücher spezialisiert. Das ist heute das erste von den bisher erschienenen 5 Bänden. Und ja, ein Jahr voller Abenteuer, das deutet ja schon darauf hin, dass es in dem Buch zu jeder Jahreszeit ein Abenteuer gibt. Ich kann euch dazu auch den Klappentext vorlesen. Das Ferienhaus in Oberbayern ist für die Geschwister Tim und Rosalie ein magischer Ort. Egal zu welcher Jahreszeit sie mit ihren Eltern an den Ammersee fahren, das nächste Abenteuer scheint bereits auf sie zu warten. In ihren Sommerferien versuchen Tim und Rosalie mit ihren Freunden Lotte und Xaver herauszufinden, ob in dem geheimnisvollen Haus am Rande des Ortes tatsächlich eine echte Hexe wohnt. Nach einem Herbststurm gehen sie einem schaurigen Geräusch nach und retten 2 verletzte Tiere. Während des Jahreswechsels erfahren die Kinder von Xavers Großmutter, was es mit den geheimnisvollen Rauhnächten auf sich hat und entdecken ein vergessenes Zimmer mit einer besonderen Überraschung. In den Osterferien erproben die 4 Spürnasen ihre detektivischen Fähigkeiten und versuchen, eine versteckte Botschaft zu entschlüsseln. Und aus dem Band hört ihr dann praktisch heute die gleichnamige Wintergeschichte. Ja, ich freue mich schon ganz doll. Ich mich auch. Magst du gleich mal anfangen? Ja, das kann ich gerne machen. Geheimnis um die Rauhnächte. Weihnachtsferien. Es schneite dicke Flocken. Endlich, denn zu den Weihnachtsferien gehörte Schnee. Tim und Rosalie drückten voller Vorfreude ihre Nasen an die Fensterscheibe. Vor wenigen Stunden waren sie mit ihren Eltern im Ferienhaus angekommen, um den Jahreswechsel hier zu verbringen. »Wir müssen das Vogelhaus wieder auffüllen«, rief Tim, sprang in seine Stiefel und war schon draußen im Schnee. Tim war am liebsten an der frischen Luft, im Sommer wie im Winter. Wenn die Familie die freien Tage im Ferienhaus verbrachte, war er glücklich. Hier in dem alten Holzhaus fühlte er sich am wohlsten. Jetzt im Winter konnte man auf den kleineren Seen Schlittschuh laufen. Der Wesslinger See war immer als erster zugefroren. Oder man fuhr zum Skifahren oder Langlaufen nach Garmisch-Partenkirchen. Durch die Fensterscheibe beobachtete Rosalie, wie ihr Bruder das Körnerfutter aus dem Eimer in das Vogelhäuschen schüttete. Kaum war Tim ein paar Meter entfernt, kamen schon die Vögel. Allen voran die Spatzen, denen eine Blaumeise, eine Kohlmeise und 2 Finken folgten. Die Spatzen waren gut genährt und verteidigten das Vogelfutter mit allen Kräften. Rosalie rannte zur Haustür. Xaver! Sie hatte ihren Freund aus dem Dorf durch das Fenster gesehen. Nun fehlte nur noch Lotta. Sie war sehr oft bei ihren Großeltern im Nachbarhaus zu Besuch, da ihre Eltern in München viel arbeiteten. Xaver kam durch den tiefen Schnee gestapft. Er hatte gesehen, dass im Ferienhaus Licht brannte. Das war ein sicheres Zeichen, dass seine Freunde wieder da waren. Offenbar hatten sie Weihnachten noch zu Hause gefeiert und sich dann am 2. Feiertag auf den Weg nach Oberbayern gemacht. Xaver klingelte und kurz darauf ging auch schon die Haustür auf. Er begrüßte erst höflich Tims und Rosalies Mutter, dann Rosalie und zog artig seine nassen Stiefel aus. Auch Tim kam mit herein. Im Holzofen des Ferienhauses knisterte das Feuer. Tim und Rosalie hatten mit dem Puppenhaus gespielt, das ihre Großeltern ursprünglich für ihre Mutter und deren Schwester gebaut hatten. Es war groß und man konnte es von allen Seiten bespielen.
Vor einiger Zeit hatten die Eltern von Tim und Rosalie das Häuschen für ihre beiden Kinder restauriert. Xaver spielte gerne mit, denn das Haus war keins von den rosa Mädchendingern, die er sonst kannte. Gemeinsam mit Rosalie reparierte er gern Dinge oder fertigte etwas Neues für das Puppenhaus an. »Wenn es dunkel wird, muss ich heim. Jetzt, wo die Rauhnächte sind«, flüsterte Xaver nach einem Blick aus dem Fenster und wirkte dabei sehr respektvoll. »Rauhnächte«, wiederholte Tim fragend. »Ja, Oma erzählt viele Geschichten davon. Manche sind ganz schön gruselig.« »Gruselig? Das ist gut.« Nun hörte auch Rosalie auf, den Stoff für die neuen Puppenhausvorhänge zuzuschneiden. »Hat Hortensia nicht erzählt, dass auf dem Jexhof alte Geschichten darüber vorgelesen werden?« Tim wunderte sich mal wieder über seine Schwester. Sie erinnerte sich immer an so ganz andere Dinge als er selbst. Auf dem Jexhof, einem kleinen Museum nördlich des Ammersees, werden für Kinder spannende Naturerlebnistage oder Märchenführungen angeboten. »Die Rauhnächte sind ein alter Brauch«, murmelte Xaver und strich sich durch die dichten, dunklen Haare. »Da räumt man vorher auf und macht sich Gedanken. Was war gut im alten Jahr? Was bringt das neue Jahr? Was liegt mir am Herzen?« »So wie ein Wunschzettel beim Christkind?«, fragte Tim. »Ja, vielleicht«, überlegte Xaver. Darüber musste er noch einmal nachdenken. Rosalie schaltete sich nun in das Gespräch ein. »Steht oben nicht ein Buch über die Rauhnächte im Bücherregal?« Alle drei Kinder sahen sich an. Das Puppenhaus war auf einmal uninteressant. Stattdessen spurteten Tim, Rosalie und Xaver die Treppen hinauf. Im Gästezimmer im ersten Stock standen dunkle Regale, über und über mit Büchern gefüllt. Es gab alte Bücher, deren brauner Ledereinband aus einer anderen Zeit zu scheinen schien. Neuere Bücher mit schönen Bildern auf der Titelseite, Bildbände, Lexika und alle möglichen Schmöker für große und kleine Leser. Papa hat an einem regnerischen Ferientag alle Bücher nach dem Alphabet sortiert. Doch eines war bei einem gemeinsamen Ferienhausputz zu Papas großen Ärger die Bücherordnung durcheinandergebracht worden. Doch eines Tages war bei einem gemeinsamen Ferienhausputz zu Papas großem Ärger die Bücherordnung durcheinandergebracht worden. Seitdem standen die Bücher in zweierlei Ordnungen. Papa und Rosalie sortierten nach Alphabet, Mama und Tim ordneten sie nach Themen ein. Die Folge war ein großes Durcheinander. »Wie sah das Buch denn aus?«, fragte Tim ungeduldig. »Es war klein. Es ist mir aufgefallen, weil ein spannendes Bild drauf abgebildet war. Irgendwie sah es mystisch aus.« »Mystisch?« Xaver runzelte die Stirn. Er konnte sich nichts Rechtes darunter vorstellen. Sein Blick pendelte zwischen den vielen Regalen voller Bücher hin und her. »Das schaffen wir nie«, seufzte er und streckte die Hände in die Hosentaschen. Er war der sportlichste Junge in seiner Klasse und kannte sich mit Maschinen aller Art aus. Traktorfahren und Rasenmähen waren für ihn ganz normal. Da konnte ihn kaum jemand das Wasser reichen. Aber das Lesen? Es klingelte und Lotta stand vor der Tür. »Geh nur rauf, Sie sind oben«, sagte Mama, die gerade dabei war, Vanillekipferl-Nachschub zu backen. Sie war etwas verwundert über das plötzliche Interesse der Kinder an den alten Büchern. »Woher wusstest du nur, dass wir dich hier brauchen?«, rief Rosalie Lotta überrascht entgegen. Erstaunlich, dass sie genau in diesem Moment aufkreuzte. »Den Namen des Autors wissen wir nicht«, sagte Tim, der nun ähnlich hoffnungslos wie Xaver wirkte. Schließlich waren es hunderte von Büchern. Wieder einmal sah er sich darin bestätigt, dass man sie nach Sachgebieten ordnen sollte. »Es kann bei den Büchern über Magie stehen«, Rosalie gab nicht so leicht auf. Sie las die Titel leise murmelnd vor sich hin. »Zauberkraft der Berge, altbayerische Sagen, magische Stätten. Schaut mal, da hat sich jemand selbst einen Reiseführer geschrieben. Hier die Fotos von der Part nach Klamm, diese meterlangen Eiszapfen. In diese Klamm kann man sogar im Winter. Oder hier steht etwas vom Hörnle, dem Hausberg von Bad Kulgrub, da kann man toll Skifahren und Rodeln. Wer das wohl mal aufgeschrieben hat?« Tim hielt ein handgeschriebenes Heftchen mit Fotos in die Höhe. Aber Rosalie ließ sich nicht von ihrem Ziel abbringen. Sie suchte weiter. »Ist es das?« Tim zeigte auf ein Buch im edlen Ledereinband mit goldener Schrift. »Nein, leider nicht. Wo hast du das gefunden?«, fragte Rosalie. »Hier«, verkündete Tim. Und tatsächlich,
Gleich daneben stand das ersehnte Buch über die Rauhnächte. Es war klein und sehr geheimnisvoll gestaltet. Schön gezeichnete Bilder auf golden eingefassten Seiten regten die Fantasie der vier Abenteurer sofort an. Jedes der Kinder wollte das Buch halten. Man einigte sich darauf, dass Tim der Finder als erster vorlesen durfte. Und so schmökerten sie gemeinsam vor sich hin und waren ganz vertieft in die Berichte und geheimnisvollen Zeichnungen aus längst vergangenen Zeiten. Das Buch berichtete von besonderen Naturereignissen und von mystischen Dingen. Es ging um Orakel, um junge Frauen, die an magischen Orten einen Blick auf ihren zukünftigen Bräutigam werfen wollten, und um Frau Holle, die sich im Holunderbaum zeigte. Und weil man glaubte, dass in diesen magischen Nächten Geister und Dämonen unterwegs wären, durfte keine Unordnung im Haus herrschen und keine Wäsche aufgehängt werden. Die wilde Jagd könnte sich sonst darin verfangen und den Besitzern Unheil bringen. Silvesterfeuerwerk und anderer Lärm sollten die Geister fernhalten. Mit einem Schaudern hörte Xaver, wie Lotta vorlas, dass Frauen und Kinder nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr allein auf der Straße sein sollten. »Wir machen morgen weiter«, sagte er plötzlich und galoppierte in Windelseile die Treppe hinunter, dass es nur so polterte. Er sprang in seine Stiefel, rief noch kurz einen Abschiedsgruß durchs Haus und weg war er. »Bis morgen«, riefen die anderen ihm noch nach, aber Xaver hörte sie nicht mehr. Draußen war es der Jahreszeit entsprechend schon recht dunkel geworden. Der Schneefall hatte nachgelassen, aber es war eiskalt. Xaver war ein wenig unheimlich zumute. Er stapfte energisch durch die frisch verschneite Landschaft den steilen Berg hinauf. Von Weitem sah er schon das Licht in der großen Küche des elterlichen Bauernhofs, das ein warmes Gefühl in seinem Herzen hervorrief. Xaver hatte Glück. Er kam gerade noch rechtzeitig zum Abendessen. In der Küche roch es nach Holz und der riesige Suppentopf stand dampfend auf dem schweren Küchentisch, um den sich die ganze Familie versammelt hatte. Xavers Eltern, seine große Schwester, der Hofgehilfe und Oma, die Mutter seines Papas. Wie es in der Familie üblich war, wurde vor dem Essen gemeinsam ein Gebet gesprochen, in dem sie für das Essen dankten. Seine Mutter hatte Xaver einmal erklärt, dass sie beten, weil sie wüssten, wie viel Arbeit notwendig sei, bis zum Beispiel ein Brot auf dem Tisch steht. Und wie wichtig auch das richtige Wetter für eine gute Ernte ist. Nach dem Abendessen beim Tisch abräumen fragte Xaver, »Oma, erzählst du Tim, Rosa, Lilotte und mir etwas über die Rauhnächte?« Die grauhaarige alte Frau, deren Rücken von der vielen Arbeit in ihrem langen Leben schon ganz krumm war, drehte sich um und sah ihren Enkel geheimnisvoll an. »Von den Rauhnächten? Aha, seid ihr sicher?« Xavers Oma machte eine Pause, so als wolle sie ihrem Enkel Zeit geben, es sich noch einmal zu überlegen. Dann sagte sie, »Na gut, dann kommt morgen Nachmittag mit deinen Freunden vorbei.« Am nächsten Tag konnten es die Kinder kaum erwarten, dass es Nachmittag wurde. Zum Glück lag genug Schnee und Tim und Rosalie fuhren mit ihren Eltern zur Naturrodelbahn am Pürschling. Sie wanderten auf dem Forstweg hinauf zum Pürschlinghaus, bevor es dann auf die rasante Abfahrt ging. Auf eine Einkehr in der urigen Hütte verzichteten sie. Die Kinder wollten nicht zu viel Zeit verlieren. Gegen Mittag war die Familie wieder zurück im Ferienhaus. Sie stärkten sich mit einer heißen Erbsensuppe mit Würsteln. Es war immer noch viel zu früh, um zu Xavers Oma zu gehen. Inzwischen waren auch Lotta und Xaver eingetroffen. Sie vertrieben sich die Zeit mit einer Schneeballschlacht im Garten. Aber keiner war so richtig bei der Sache. Schließlich beschlossen die Kinder, schon mal langsam loszugehen. Kaum läutete die Kirchturmuhr zweimal, beschleunigten sie den Schritt und liefen zum Bauernhof. Xavers Oma war gerade dabei, in dem alten schwarzen Küchenherd Holz nachzulegen. Man konnte durch die geöffnete Ofentür die Glut sehen. Es zischte und knackte, als das neue Holz ins Feuer fiel. In der großen Küche war es auch um diese Uhrzeit schon recht dunkel. Das lag an den kleinen Fenstern, aber auf dem Tisch flackerte eine Kerze und warf Schatten an die Wand. Xavers Oma hatte sie offenbar schon erwartet. So, ihr wollt also etwas über die Rauhnächte wissen, begann die alte Bäuerin. Im Kerzenlicht konnte man gut die Falten in ihrem hageren, vom Leben geprägten Gesicht sehen. »Ja, wir haben sogar schon etwas darüber gelesen«, verkündete Tim stolz.
Savas Oma, die einen schwarzen Rock mit einer dunklen Schürze darüber trug, setzte sich an den Küchentisch. Ihr graues Haar hatte sie zu einem Tutt gedreht und darüber ein Kopftuch gebunden. Das wirkte etwas unheimlich, fand Rosalie. Trotzdem gefiel es ihr. Die alte Dame strich mit ihren Händen über die Küchenschürze und begann zu erzählen. Man nennt die Rauhnächte auch die 12 heiligen Nächte. Sie beginnen Heiligabend und enden mit dem Dreikönigstag, also in der Nacht zum 6. Januar. Zwischen den Jahren, sagt man, drehe sich das Rad des Lebens und man könne in das vor sich liegende Jahr sehen, indem man die Zeichen in der Natur deutet. Das ist ja genau jetzt, platzte Tim aufgeregt heraus. Es klang schaurig und schön zugleich. Was soll das heißen, man kann in das vor sich liegende Jahr sehen, unterbrach Rosalie ihren Bruder. Man achtet in dieser Zeit auf besondere Begebenheiten in der Natur. Wie ist das Wetter? Wie verhalten sich die Tiere? Die alte Dame griff an die Kerze und drückte das Wachs etwas zusammen. Dann sprach sie weiter. Es wird erzählt, wer ein besonders gutes Verhältnis zu Tieren hat, kann die Tiere vielleicht sogar sprechen hören. Die Tiere sprechen hören? Tim schüttelte den Kopf. Ihm kam das alles sehr seltsam vor. Wie ein Pferdeflüsterer warf Lotte ein. Sie liebte Pferde. Ja, so ähnlich kann man das sehen. Manche geben den Tieren deswegen eine extra Portion Futter, antwortete Xavers Oma lächelnd. Man kann aber auch sagen, höre in den Rauhnächten genau hin, was die Tiere dir zu sagen haben. Hör gut in dein Herz hinein, dann wirst du verstehen, was sie dir sagen wollen. Oftmals lief die alte Dame mit finsterem Blick durch das Haus, was vor allem Rosalie etwas gruselig fand, aber jetzt wirkte sie richtig herzlich. An den Wettererscheinungen glaubt man ablesen zu können, wie das Wetter im kommenden Jahr werden soll und ob es ein besonderes Ereignis geben wird. Xavers Oma machte eine Pause. Sie schien über vergangene Rauhnächte nachzudenken. Keines der Kinder wagte, ihr Schweigen zu unterbrechen. Dann begann die Großmutter wieder in die Stille hinein zu sprechen. Die Menschen früher waren der Natur ganz nah. Ihr müsst euch vorstellen, wie dunkel es zu der Zeit war, als es noch kein elektrisches Licht gab. Der Wind pfiff durch die alten Dachstühle. Das war unheimlich und man sorgte sich vor dem kalten Winter. Deshalb wollten die Leute das Haus und die Tiere schützen. Man räucherte das Haus und die Ställe mit Weihrauch und mit heimischen Kräutern aus, zum Beispiel mit Wacholder, Beifuß oder Tannenharz. Die wachsen bei Hortensia im Garten, rief Rosalie und war ein wenig stolz, weil sie die Pflanzen kannte. Die Indianer haben auch geräuchert, hat uns Hortensia erzählt, fügte Tim hinzu. Ja, das ist ein Brauch vieler alter Kulturen, erklärte Xavers Großmutter. Oma räuchert auch öfter, kommt doch mal vorbei, wenn sie das macht, warf Xaver stolz ein. Gerne, die Augen der Mädchen blitzten begeistert auf. Aber denkt immer daran, dass ihr nur mit einem Erwachsenen räuchern dürft. Die Kohle wird sehr heiß, warnte die grauhaarige Frau mit ernster Stimme. Im Ofen knisterte das Feuer und es knackte laut, als wolle es die Ernsthaftigkeit dieser Mahnung unterstreichen. Nach einer kurzen Pause erzählte Xavers Oma weiter, wie früher, als die Natur von einer dicken Schneedecke überzogen war, den Kindern zu Hause am Kachelofen Märchen erzählt wurden, zum Beispiel die Geschichte von Frau Holle. Und jetzt geht schnell nach Hause, bevor es ganz dunkel ist, unterbrach die alte Bäuerin abrupt ihren Bericht und zeigte auf das Fenster. Und gebt gut Acht. Auf einmal wirkte ihr Gesicht wieder finster. Rosalie, Tim und Lotta war etwas mulmig zumute. Xaver hatte es gut, der war schon daheim. Die Kinder stapften durch den Neuschnee. Gebt nur gut Acht, hörten sie Xavers Oma erneut rufen. Lotta drehte sich noch einmal um und sah die alte Frau mit einem Stock in der großen Tür des Bauernhofs stehen. Die letzten Strahlen der unterkindenden Sonne tauchten die verschneite Landschaft in ein rosa-oranges Licht. Vom raureif gezuckerte Bäume, die Pferde auf der Koppel, es sah aus wie in einem Märchen. Das wird ein besonders schönes neues Jahr, rief Rosalie strahlend und streckte ihre Arme dem Himmel entgegen. Allerdings, und hast du gehört, das weiße Pferd auf der Weide hat gewiehert, stimmte Lotta mit ein, um sich wieder in mutigere Stimmung zu bringen. Was das wohl zu bedeuten hat? Bestimmt nicht, dass ihr nächstes Jahr ein Pferd bekommt, witzelte Tim, der die Träume der beiden Mädchen nur zu gut kannte. Gehen wir durch das Silbertal, fragte er dann. Er liebte es im Winter, durch den hohen Schnee im Tal zu stapfen. Immer wieder konnte man dort Spuren von Rehen und Hirschen entdecken. Es war fast so schön wie die Wildfütterung in Graswang.
Wenn sich dort die Dämmerung über die dunklen Tannen senkte, brauchte man nicht lange zu warten, bis das erste Tier erschien. Dann folgten immer weitere Tiere und schließlich kamen sogar Hirsche mit prächtigen Geweihen hervor. Doch das Silbertal, Rosalie sah Tim verständnislos an. Nein, das ist jetzt zu gruselig, erklärten beide Mädchen gleichzeitig. Tatsächlich war die Sonne nun untergegangen und es wurde zu dieser Jahreszeit schnell dunkel. Da war es besser, nicht durch das tiefe Tal und den geheimnisvoll silbrig glitzernden Wald mit den vielen Quellen zu gehen. Die Schritte der Kinder wurden schneller und schneller. Erst gingen sie bei Lottas Großeltern vorbei. Es war bereits stockdunkel, als Tim und Rosalie endlich am Ferienhaus ankamen. Erleichtert drückten sie die Tür auf und schlossen sie schnell wieder hinter sich. Das fast vergessene Zimmer. Die letzten Tage und Nächte waren sehr kalt gewesen, so dass einige Seen bereits zugefroren waren. Den Vormittag verbrachte die Familie beim Schlittschuhlaufen auf dem Wörthsee. Mama hatte den Schlitten mit auf die Eisfläche gezogen und versorgte von dort aus alle mit heißem Tee aus der Thermoskanne. Mit eiskalten Händen und Füßen kehrten sie ins Ferienhaus zurück und wärmten sich am knisternden Ofen. Mama und Papa saßen gemütlich mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa und unterhielten sich. Die alte Stehlampe neben dem Sofa tauchte das Zimmer in ein warmes Licht und Rosalie und Tim dösten vor dem Kamin. Plötzlich hörten sie Mama sagen, dann müssen wir die Holzabdeckung eben wieder abschrauben. Das ließ Tim aufhorchen, denn er hatte für sein Leben gern Werkzeug in der Hand. Sobald er etwas reparieren durfte, schlug sein Herz höher. Was wollen wir abschrauben, fragte er, plötzlich wieder hellwach. Ach, nichts Wichtiges, sagte Mama. Ihr wisst das wahrscheinlich gar nicht mehr. Als wir damals das Ferienhaus übernommen haben, war oben noch ein ganz kleiner Raum. Wir wollten ihn nicht auch noch renovieren, deswegen hat Papa Bretter davor geschraubt. Das war eine anstrengende Zeit. Wisst ihr noch, wie wir damals jedes Wochenende hier waren und die alten Holzböden abgeschliffen haben, erinnerte sich Papa. Ein geheimes Zimmer? Die Kinder staunten mit großen Augen. Wir dachten, dass ihr dort oben im Winter vielleicht etwas mehr Platz zum Spielen hättet. Dann würde euer Spielzeug auch nicht immer den ganzen Wohnzimmerboden bedecken, überlegte Papa hoffnungsvoll. Bitte, Papa, hol den Akkuschrauber. Oh ja, bitte, wir müssen den Raum sehen, stimmte Rosalie mit ein. Mama verdrehte ein bisschen die Augen, lächelte aber dabei. Wie hatten sie das Zimmer nur so lange vergessen können? War es ein Zufall, dass es der Familie gerade jetzt in den Rauhnächten wieder in Erinnerung kam? Es dauerte eine ganze Weile, bis sie ihren Vater überreden konnten, heute noch die Bretter zu entfernen. Endlich legte er die Zeitung weg und ging in den Keller, um den Akkuschrauber zu holen. Tim folgte ihm. Er war gern mit Papa unten in der Werkstatt, auch wenn sie nur die richtigen Bohraufsätze suchten. Interessant fand er es dort immer. All die verschiedenen Werkzeuge, Schrauben, Geräte, die Tim liebend gern einmal ausprobieren wollte. Er wusste, dass irgendwann die Gelegenheit dazu kommen würde. Mit den richtigen Bits in der Hand stürmte Tim die Treppen hinauf. Er nahm gleich zwei Stufen auf einmal. Im Erdgeschoss rief er laut, es geht los, und sprang weiter in den ersten Stock. Die anderen folgten ihm. Im oberen Stockwerk war es recht dunkel. Im Winter verschwand die Sonne schon früh hinter den Bäumen rings um das Haus. Vor der verschlossenen Tür angekommen, kamen Tim auf einmal Zweifel. War es richtig, sie nach der langen Zeit zu öffnen? Keiner wusste mehr genau, was sich hinter der Tür befand. Wie mochte das Zimmer nach all den Jahren aussehen? Auch Rosalie erinnerte sich in diesem Moment an alle gruseligen Geschichten, die sie schon einmal gehört hatte. Einmal hatte sie sogar einen Film gesehen, in dem ein verlassenes Haus nach mehreren Jahren komplett voller Spinnweben war. Diesen Gedanken vergaß sie lieber schnell wieder. Außerdem waren ja ihre Eltern dabei. Tim und Papa waren schon dabei, gemeinsam die Bretter abzuschrauben. Das war gar nicht so leicht wie gedacht. Über die Jahre hatten die Schrauben Rost angesetzt und ließen sich nur schwer drehen. Die uralten Bretter knarrten, als würde das Zimmer des Ferienhaus aus dem Dornröschenschlaf erwachen und rufen, danke, dass ihr mich wieder aufmacht. Endlich, sie hatten die Bretter gelöst. Rosalie durfte als erste die Klinke der Tür hinunterdrücken. Es quietschte grauenhaft. Genau in dem Moment, als die Tür des vergessenen Zimmers geöffnet wurde, schlug unten im Wohnzimmer die alte Uhr. Die Familienmitglieder betraten nacheinander den lange verschlossenen Raum. Rosalie sah ein paar mit Tüchern abgedeckte Möbelstücke. Es roch stickig.
Hier riecht es wie in einer Burg, fand Tim. Der Raum muss unbedingt ausgeräuchert werden, stellte Rosalie fest, und ihre Mutter staunte wieder einmal über die außergewöhnlichen Ideen ihrer Tochter. Morgen machen wir einen Ausflug und kaufen im Kloster Ettal Weihrauch, erklärte Rosalie bestimmt. Xavers Oma hätte ihnen zwar bestimmt etwas von ihrem Weihrauch abgegeben, aber Rosalie war fest überzeugt, dass sie nun öfter räuchern würden, und so musste natürlich entsprechend vorgesorgt werden. Die Eltern sahen sie fragend an. Das macht man so in den Rauhnächten, erklärte Rosalie voller Überzeugung und sah sich schon mit einer Räucherpfanne, wie sie Xavers Oma besaß, durch den neuen Raum schreiten. Ja, jetzt aber ab ins Bett, es ist schon spät, schaltete sich Papa ein. Gleich, ich muss nur noch was holen, rief Rosalie und huschte schnell nach nebenan in die Bibliothek. Mit sicherem Griff schnappte sie sich das Buch über das Räuchern, das sie vor ein paar Tagen gleich neben dem Rauhnächtebuch gesehen hatte. Ihr Plan war, sich so genau wie möglich einzulesen, damit sie gleich selbstständig loslegen konnte. Nach einer kurzen Katzenwäsche gingen die beiden Geschwister ins Bett. Rosalie las ihrem Bruder mit der Taschenlampe aus dem Räucherbuch vor. Tim kritzelte ein paar Notizen auf einen kleinen Zettel. Was wir alles fürs Räuchern brauchen, stand darüber. Bald darauf waren Tim und Rosalie nach all den Aufregungen des Tages eingeschlafen. Am nächsten Morgen erwachten sie durch die Morgensonne, die die Kinder an der Nase kitzelte. Rosalie sah zum Fenster und ihr fiel als erstes der kahle Zweig der Kletterrose ins Auge, die das Haus schon bis zum ersten Stock erklommen hatte. Dornröschenschlaf, ich wusste es, murmelte sie vor sich hin. Ihr Bruder schlüpfte schon in seinen dicken Wollpullover. Was hast du gesagt? Ach, nichts, wehrte Rosalie ab. Am frühen Morgen hatte sie keine Lust, ihrem Bruder ihre Gedanken zu erläutern. Aber als ihr der Plan für den heutigen Tag wieder einfiel, war sie hellwach und konnte es kaum erwarten. Eine Fahrt nur zum Ettaler Klosterladen schien der Familie aber doch zu wenig für den ganzen Tag. Deswegen kamen sie überein, dass Papa und Tim Skifahren gehen und die Frauen sich nach dem Weihrauchkauf im Erlebnisbad Wellenberg in Ammergau entspannen würden. In Ettal angekommen, betraten Mama und Rosalie den Laden. Über der Tür bimmelte eine alte Glocke. Es roch nach Weihrauch, Wachs, Zimt, Myrrhe und viel mehr. Schnell hatte Rosalie das Regal mit den Räucherutensilien entdeckt. Ein Mönch in brauner Kutte beriet sie. Rosalie überlegte, ob sie einen edlen Weihrauchschwenker kaufen sollte und warf einen skeptischen Blick in ihr Portemonnaie. Eine alte Pfanne würde auch reichen, versicherte ihr der freundliche Mann. Nun freuten sich Mama und Rosalie auf den Wellenberg. Nach ausreichend Schwimmspaß und Heißwassersprudelbecken war es Zeit, Papa und Tim vom Skifahren bei der Hörnlebahn abzuholen. Die Kinder waren angenehm müde von dem schönen Ausflug. Sie machten es sich auf den Rücksitzen bequem und beobachteten während der Rückfahrt die vorbeifliegende Landschaft. Als das Auto der Familie schließlich wieder in die Einfahrt des Ferienhauses einbog, standen zum Glück schon Xaver und Lotta vor dem Gartentürchen. Das ist ja, als hätten wir uns abgesprochen, rief Tim erfreut. Ja, so ist das während der Rauhnächte. Xaver schmunzelte und Lotta machte ein geheimnisvolles Gesicht. Während Mama noch kurz mit einer Nachbarin plauderte, warfen die Kinder ihre Jacken über die Garderobe und stellten die Stiefel ab. Schon packten sie am Esstisch begeistert Rosalies Einkäufe aus. Räucherkohle und die duftenden Beutelchen mit dem Weihrauch. Ein Tütchen enthielt kleine goldfarbene Stücke. Die andere Sorte hieß Rosenweihrauch und der Mönch hatte ihnen einen zarten Rosenduft versprochen. Rosalie fand, dieser Weihrauch passte hervorragend zu einem Zimmer, das aus dem Dornröschenschlaf geweckt war. Tim lief schnell in den Keller und holte die alte Pfanne, mit der die Kinder im Sommer im Garten spielten. Zum Glück fand er dort auch noch eine Tüte mit einem Rest Spielesand, denn die Räucherkohle wurde heiß und brauchte eine Unterlage. Das hatten sie von Xavers Oma gelernt. Es konnte losgehen. Mama und die vier Abenteurer standen um den schweren Holztisch herum. Mama packte mit einer alten Zuckerzange die Holzkohle, hielt sie über eine Flamme, bis die Funken sprühten, und setzte sie dann auf den Sand in die Pfanne. Sie waren sich einig, dass heute der Rosenweihrauch der richtige sei. Lotta durfte ihn mit einem kleinen Löffel auf die Kohle geben. Eigentlich hätten das alle vier gern gemacht, aber sie wussten, jetzt ging es um mehr. Da wäre es nur hinderlich zu streiten. Der besondere Rauch stieg ihnen in die Nase. Die Kinder waren ganz andächtig
und erinnerten sich an die spannenden Geschichten, die sie in den alten Büchern über die Rauhnächte gelesen hatten. »Lasst uns hochgehen«, sagte Rosalie ernst. Sie schnappte sich vorsichtig die Räucherpfanne und alle gingen hintereinander über die knarrende Treppe hinauf in das besagte Zimmer. Wie gut es tat, die etwas abgestandene Luft gegen den Duft des Weihrauchs auszutauschen. »Man kann auch getrocknete Kräuter verwenden. Da hat jedes eine andere Wirkung«, wusste Xaver und war sehr stolz, dass seine Oma seinen Freunden diesen alten Brauch nahegebracht hatte. Mama stand in der Tür, während die Kinder im Gänsemarsch leise und mit geheimnisvollen Gesichtern von Ecke zu Ecke gingen und beobachteten, wie der Rauch den Raum erfüllte und dann durch das gekippte Fenster wieder abzog. »Was ist das?«, fragte Tim und angelte mit dem Fuß eine alte Blechschachtel unter dem Ohrensessel hervor. Betört vom Duft des Weihrauchs reagierten die anderen nicht sofort. Tim öffnete die Schachtel. Er zog einen Knäuel als Zeitung heraus. »Da ist etwas drin.« »Lass mal sehen«, sagte Mama und kniete sich neben Tim. »Da ist noch was.« Tim zog wieder einen Papierknäuel hervor, in dem etwas Festes eingewickelt war. Inzwischen waren alle näher gerückt. »Pack es vorsichtig aus«, riet Rosalie ihrem Bruder. Manchmal fand sie ihn etwas stürmisch. Behutsam entfernte er Papierschicht für Papierschicht. Nach einer Weile hielt er etwas Kleines Bemaltes aus Holz in den Händen. »Ein Schaf!« »Meh«, rief Xaver. Tim lachte und wickelte schon die nächste Überraschung aus. Nun hielt er einen Mann mit Bart und Stock in den Händen. »Das ist bestimmt der Schäfer«, vermutete Lotta. »Ich will auch was auswickeln.« Rosalie schnappte sich schnell einen weiteren Papierball, bevor Tim etwas sagen konnte. »Schaut mal, das ist kein Schäfer, das sind Maria und Josef.« Mama war begeistert. »Alte Weihnachtskrippenfiguren, wie schön!« Nun packten alle Kinder mit aus. Mama lief zur Treppe und rief Papa. Als er ankam, saßen die Kinder in einem riesigen Haufen Zeitungspapier vor sich alle ausgepackten Figuren. Das heilige Paar, das Jesukind, Schafe und Esel, sogar die heiligen drei Könige waren dabei. »Jetzt weiß ich endlich, wo diese kleine Holzkrippe hingehört, die ich im Keller gefunden habe«, sagte Papa. »Du hast die Krippe dazu im Keller?«, fragte Mama ganz aufgeregt. »Ja, sie stand schon da, als wir das Haus übernommen haben. Sie ist in einem Karton neben dem alten Holzschlitten.« Schnell wie der Blitz hechtete Tim abermals die Treppen hinunter. Wahrscheinlich hatte er drei Stufen auf einmal genommen, denn blitzschnell war er wieder da. Xaver eilte ihm entgegen. Gemeinsam packten sie die Holzkrippe aus dem Karton aus, der ganz schön nach Keller roch. Der Krippenstall war noch sehr gut erhalten. »Was ist das nur für ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk«, rief Mama glücklich und klatschte in die Hände. »So eine alte, handgeschnitzte Krippe habe ich mir schon immer gewünscht.« Die vier Kinder stellten andächtig die Figuren hinein. »Die drei Könige kommen aber erst am 6. Januar hinzu«, bestimmte Xaver. »Wenn die Rauhnächte zu Ende sind«, ergänzte Rosalie in geheimnisvollen Ton und machte dabei ganz große Augen. »Es stimmt schon, was Xavers Oma sagt«, meinte Lotta. »Beim Räuchern kommen ganz besondere Geheimnisse ans Licht.« Die Räucherkohle erlosch. Alle saßen noch einige Zeit auf dem Boden und genossen den schönen magischen und auch weihnachtlichen Moment. Was mochte ihnen wohl diese Geschichte mit dem fast vergessenen und wiederentdeckten Zimmer für das kommende Jahr sagen? In dem Moment ertönte laut und langgezogen mehrmals der Ruf einer Eule. Eigenartig. Die Familie konnte sich nicht erinnern, wann sie ihn das letzte Mal gehört hatte. So, das war die Rauhnächte-Geschichte. Oh, die war ganz zauberhaft, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Du hast von vier Kindern erzählt. Ja. Von Rosalie, Tim, Lotta und Xaver. Wo kommen die denn endlich her? Also es ist so, die Lotta, das ist ja das Mädchen mit den wunderschönen roten Locken und die wohnt eigentlich mit ihren Eltern in München. Aber ihre Eltern, die müssen ja sehr viel arbeiten und deswegen verbringt sie die meiste Zeit mit ihren Großeltern in diesem kleinen Ort am Ammersee. Und dort wohnt auch ihr Freund Xaver mit seinen Eltern und der Oma auf dem Bauernhof. Und Rosalie und Tim, das sind Geschwister. Die beiden kommen aus Baden-Württemberg, verbringen aber eben regelmäßig die Ferien in dem kleinen Ort, weil sie ja dort ein Holzhaus haben. Und so haben sich die vier auch kennengelernt
und erleben auch zusammen ihre Abenteuer. Und das wäre vielleicht noch wichtig, dass man die Orte, an denen meine Geschichten spielen, die gibt's wirklich. Also ich habe bisher nur an zwei Stellen in meinen Büchern etwas verschlüsselt. Wer diese beiden Stellen findet, der darf mir gerne schreiben. Ansonsten gibt's, wie gesagt, die Orte alle wirklich und man kann sich auf Entdeckungsreise machen. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig. Ich muss das jetzt lesen. Ich muss es selber auch herausfinden, auf jeden Fall. Ja. Ja, und auch die Orte besuchen. Das ist wirklich also interessant. Auf jeden Fall. Ich lese dein Buch und sag dir auf jeden Fall Bescheid. Sehr gern. Was ich herausgefunden habe und dann natürlich, klar, die Orte besuchen. Auf jeden Fall. Ja, freut mich sehr. Viele können ja mit dem Begriff Rauhnächte nichts anfangen. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen für die, die gar nicht, die vielleicht den Begriff Rauhnächte das erste Mal hören? Ja, also gut, also die Rauhnächte, das ist eigentlich die Zeit, man sagt, zwischen den Jahren. Und sie beginnen am 21. Dezember oder am Heiligen Abend. Das ist unterschiedlich, manche sehen so, aber sie gehen immer bis zum 6. Januar. Und der 21. Dezember, das ist ja der kürzeste Tag des Jahres, der Tag der Wintersonnenwende. Manche sagen auch Thomasnacht. Und das ist der dunkelste Tag des Jahres. Und von dem Tag an wendet sich alles wieder dem Licht zu. Und ja, die Rauhnächte sind auf jeden Fall eine sehr magische Zeit. Man sagt eine Übergangszeit. Und in diesen Nächten wurde auch immer schon viel orakelt. Das hat sich ja bis heute in Form zum Beispiel vom Bleigießen erhalten. Und in den Rauhnächten kann man wunderbar im Einklang mit der Natur zur Ruhe kommen. Es ist auch eine Zeit, in der man auf das letzte Jahr zurückschaut und sich überlegt, was war gut im letzten Jahr, was darf gehen, wo möchte ich vielleicht im neuen Jahr hin. Also eine Zeit, in der man auch eine Kurskorrektur vornehmen kann. Also darüber, über diese Dinge in seinem Leben kann man in diesen Tagen wunderbar nachdenken. Unsere Vorfahren, die waren ja eigentlich viel stärker in den Rhythmus der Natur eingebunden. Man hat hinausgelauscht, hat in den Rauhnächten auf die Stimmen der Tiere geachtet, hat den nächtlichen Himmel betrachtet und auch versucht, die Zeichen als Hinweis zu deuten. Man hat viel geräuchert, hat Haus und Hof ausgeräuchert, um die Familie und die Tiere zu schützen. Ja, da hat man auch Heilkräuter verwendet dazu. Das haben wir ja schon gehört in der Geschichte. Denn die wirken in dieser Zeit besonders stark. Also Salbei zum Beispiel oder Wacholder oder Fichtenharz. Die reinigen und vertreiben negative Einflüsse. Und also ich finde, wenn man den Rauch so aufsteigen sieht und den Duft der Kräuter riecht, dann ist das schon immer ein sehr magischer Moment. Und wie wir auch schon in der Geschichte gehört haben, kann man in den Rauhnächten die Tiere sprechen hören. Probiert's einfach mal aus. Lauscht hinaus in die Natur und was für ein Tier ihr hört, was das Tier dir sagen will. Man kann auch zum Beispiel ein schönes Papier nehmen, drauf malen, Bilder aufkleben und sich überlegen, was man fürs nächste Jahr sich wünscht und was dir dein Herz in den Rauhnächten zuflüstert. Das hört sich sehr spannend an. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Und ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass der 21. Dezember der kürzeste Tag ist. Aber ja, ja, ja. Man lernt dazu. Ich finde das sehr spannend. Ja, das kann man schön beobachten. Genau. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ja. Da freue ich mich. Ich gebe dir Rückmeldung. Also ich würde auch räuchern an dem Tag. Okay. Ich würde dann auch räuchern, ja. Okay, ich probiere das alles einfach mal aus. Ja. Ja, mach's. Sehr schön. Du hast eine Website. Okay, meine Website, die heißt www.alexandra-benke.de und da erfahrt ihr natürlich alles über meine Bücher, wenn es was Neues gibt oder natürlich auch das ein oder andere über mich. Und ja, meine Bücher, die sind ja für Kinder im Grundschulalter, aber ich habe schon auch einige erwachsene Fans, die meine Bücher gern lesen. Und ich lese ja ehrlich gesagt auch als Erwachsene gerne Kinderbücher. Und ja, sie sind in der ersten Klasse, würde ich sagen, zum Vorlesen, zweite bis fünfte Klasse zum selber lesen. Und wir haben ja jetzt Band 1 gehört,
also ein Teil aus Band 1, Geheimnis um die Rauhnächte, da haben wir die Wintergeschichte gehört. Und dann gibt's noch Band 2, das heißt Geheimnis um die Wildtiere. Das ist ein Berghüttenabenteuer zwischen Chiemsee und Tegernsee. Band 3 heißt Geheimnisse rund um das Märchenschloss. Das ist ein Bauernhofabenteuer im Allgäu. Und in Band 4 ist der rote Kater Bazi natürlich der Star, weil er sich auf Entdeckungsreise in München macht. Und dann gibt's jetzt noch Band 5, das ist ganz aktuell erschienen und das ist ein Wohnmobil- und Campingabenteuer in Baden-Württemberg. Ja. Also Alexandra, du musst mit den anderen Büchern auf jeden Fall mich besuchen. Sehr gerne. Du bist Mach ich gerne. Herzlich eingeladen. Also freue ich mich sehr. Ich ja, habe gerade gehört, was du noch alles hast. Also auf jeden Fall musst du mit deinen Büchern noch kommen. Da würde ich mich sehr gerne freuen. Für Achtjährige, also sind der Erstleser, also in meinen Augen sind Achtjährige Erstleser, weil sie dann erst richtig lesen können. Würdest du es für Erstleser empfehlen, deine Bücher? Also wie gesagt, da würde ich es dann eher zum Vorlesen empfehlen, damit die Kinder sich einfach schön auf die Geschichte einlassen können. Spannend finden sie es auf jeden Fall auch in dem Alter schon, aber zum Vorlesen besser geeignet natürlich, weil die Schriftgröße noch nicht so angepasst ist. Also eher dann ab 10 zum selber lesen. Genau. Sehr schön. Ja, oder ab 9, ja. Also es kommt drauf an. Gell? Manche sind so, manche so, ja. Mhm. Genau. Ich muss jetzt nochmal auf etwas eingehen, was du vorhin erzählt hattest. Mhm. Ich fand das jetzt sehr spannend. Du hast ja vorhin erzählt, dass dein Buch auch in Blindenschrift übersetzt wurde. Ja. Mhm. Da gibt es ja auch einen bestimmten Namen für. Kannst du das bitte nochmal sagen? Ja, Breischrift heißt es. Breischrift, ja. Mhm. Ich finde das kennt man bestimmt. Also das ist ja diese Tastschrift, gell? Mhm. Genau. Und wie kommt man denn an so ein Buch? Kann man das im Buchladen bestellen? Das hat der Verlag Biber Butzemann, hat es natürlich alles organisiert. Und da gibt es eine bestimmte Seite auch dafür, die ich jetzt leider nicht sagen kann, aber über die Verlagsseite findet ihr das bestimmt und im Internet natürlich sowieso. Die sich darauf spezialisiert haben, Bücher in Blindenschrift herzustellen und die zu vertreiben. Ja? Das finde ich sehr schön. Ja, finde ich auch eine ganz gute Idee. Ja, da gibt es auch mehrere Bücher davon. Ja, mhm. Das ist super. Aus dem Verlag, ja. Genau, ich muss das jetzt einfach nochmal ansprechen. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich auch vorhin das, ja, finde ich wirklich. Mhm. Genau. Ja, wo können wir jetzt dein Buch kaufen? Also, du hast mich ja eh schon. Also, du hast es gemerkt, ne? Also, dein Buch. Ich muss das jetzt alles ausprobieren, aber wo können wir dein Buch jetzt kaufen? Sehr gerne. Also ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. Und das gibt es in einigen ausgewählten Buchhandlungen, kann man die Bücher vor Ort kaufen. Ansonsten muss man es wahrscheinlich bestellen. Das kann man zum Beispiel über die Biber und Butzemann Online-Seite machen, über den Online-Shop des Verlags quasi oder natürlich auch in allen anderen Online-Shops. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meine Bücher auf euren Kanälen weiterempfehlt. Das wäre natürlich großartig. Auf jeden Fall. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Also ich wünsche mir, dass es euch natürlich gefallen hat, ja, dass ihr Freude mit meinen Büchern habt. Und ich wünsche euch, dass ihr diese magische Zeit nutzt, diese Rauhnächte nutzt. Sie geht in euch, hört auch nach, was es euch aus tiefstem Herzen fürs neue Jahr zu sagen hat. Man sagt ja nicht umsonst, in den Rauhnächten dreht sich das Schicksalsrad. Ja, das wünsche ich mir, empfehlt mich gerne weiter. Und dir, liebe Emilia, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich wünsche euch ganz liebe Grüße an euch alle da draußen. Noch geheimnisvolle Rauhnächte. Möge es für uns alle ein gutes Jahr werden. Das wünsche ich uns allen. Eure Alexandra Benke. Vielen Dank, Alexandra. Das war wirklich sehr schön. Auch dein Schlusswort, muss ich sagen. Ganz toll. Und ja, genießen wir einfach mal das neue Jahr. Mal sehen, was es uns bringt. Ja. Ich nehme deine Worte auf jeden Fall mit. Ich hoffe, die Hörer auch. Sehr schön. Ja, und sicher. Ich danke dir. Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen mit deinen anderen Büchern. Freue ich mich sehr. Vielen Dank, Emilia. Und ja, ich wünsche euch allen ein wunderbares 2022. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
Ciao. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.